Heroica Draida. Für zwei Personen ab 7. Man spielt ca. 5 bis 10 Minuten. Es ist ein kleines Abenteuerspiel, ein Lego Board Game sozusagen. Die Bucht von Draida ist eine von 4 Umgebungen, in der man sozusagen diese Abenteuerspiele von Lego Heroica spielen kann. Man kann den Abenteuerspielplan auf die Bucht von Draida erweitern. In der Lego Heroica Verpackung gibt es 2 Pläne. Einmal eine Spielanleitung und einmal einen Aufbauplan für das Boardgame. Zunächst muss das Spiel natürlich aufgebaut werden. Es gibt daneben aber Helden, Monster und Gegenstände. Es gibt einen Lego-Würfel, der zusammengesteckt werden muss. Es gibt Felder. Sie sind grau und hellgrau abwechselnd. Zu jedem Helden, einer ist gelb, einer ist rot, gibt es auch einen entsprechenden Rucksack, der farblich gekennzeichnet wird. Die Spielvorbereitung. Vor jedem Spiel baut ihr die einzelnen Teile des Spielfeldes so auf, wie in der Bauanleitung beschrieben. Anschließend baut ihr mit den Teilen das auf der Abenteuerkarte gezeigte Abenteuer nach. Stellt die Monster und das restliche Spielmaterial auf die vorgegebenen Plätze. Stellt eure Helden auf das Startfeld des Abenteuers. Und so wird gespielt. Der jüngste Spieler beginnt und danach geht es im Uhrzeigersinn. Bist du an der Reihe, würfelst du und ziehst mit deinem Helden um maximal so viele Felder, wie du gewürfelt hast, in eine beliebige Richtung. Bei 3 ziehe bis zu 3 Felder weit, bei 2 ziehe bis zu 2 Felder weit, bei 1 ziehe ein Feld weit. Endet dein Zug auf einem Feld mit einem anderen Helden, ziehst du einfach auf das nächste freie Feld. Ziehst du auf oder über ein Feld mit einem Gegenstand, steckst du ihn in deinen Rucksack. Landest du während deines Zuges auf einem Feld direkt neben einem Monster, musst du hier stehen bleiben und mit dem Monster kämpfen. Danach endet dein Zug. Zum Monster bekämpfen muss man natürlich noch einmal würfeln. Musst du gegen ein Monster kämpfen, würfelst du noch einmal, um zu bestimmen, was geschieht. Du würfelst das Heroika-Schild. Du besiegst das Monster oder nutzt die Nahkampffähigkeit deines Helden. Jeder Held hat eine spezielle Nahkampffähigkeit. Bei einer 3 oder Schwert, du besiegst das Monster. Das heißt, du darfst das Monster in deinen Rucksack stecken, der Weg ist frei. Schädel oder 2, du verlierst Leben entsprechend der Stärke des Monsters und ziehst ein Feld zurück. Der Krieger Goblin hat die Stärke 1, der Goblin-General die Stärke 3. Schwert und Schädel oder 1, du besiegst das Monster und verlierst Leben entsprechend der Stärke des Monsters und musst zusätzlich ein Feld zurückziehen. Der erste Spieler, der den Goblin-General besiegt, gewinnt das Spiel. Du hast dir das Video Heroica Draida von Lego angeschaut und möchtest du dieses oder ein anderes Spiel gewinnen, dann surf doch mal zu www.spielregeln-spielanleitung.de und schau, ob und welche Spiele wir derzeit verlosen.